neuen Video. Wir haben hier dieses WEKO-Überraschungspaket im Wert von 50 Euro. Das werden wir heute auspacken, unboxen. Es kann sein, dass es ein bisschen halt oder schallt. Wir sind gerade im Bunker. Und ja, ich wollte das Video so schnell wie es geht einfach mal abfilmen und deswegen sind wir gleich hier. Was ich noch sagen wollte ist, dieses Video ist gleichzeitig noch ein Gewinnspiel, wenn ihr einen 10 € Rödergutschein gewinnen wollt. Zwei Stück werden verlost von mir, die sind selbst bezahlt, deswegen sind es nur 10 €, aber 10 € haben oder nicht haben. Die Gutscheine sind ungefähr 2 Jahre gültig und einfach was ihr dafür machen müsst, wie gesagt, einfach abonnieren, einfach mal einen Kommentar da lassen, ein Like da lassen. Ihr kennt die Schose, wa? Ausgelost wird wie folgt. Ihr müsst dafür mir jetzt in die Kommentare schreiben, wie viele Abonnenten genau ich zu diesem Zeitpunkt jetzt habe. Wir haben Montag, der 9. November. Ich werde einen Screenshot machen, nachdem ich das Paket ausgepackt habe. Und dann weiß ich, wie viele Abonnenten ich zu dem Zeitpunkt jetzt hier gerade hatte. Also ihr schreibt mir meine genaue Abonnentenzahl, die ihr schätzt, in die Kommentare. Und der am nächsten dran ist oder der genau dran ist, bekommt halt 10 € von mir für Röderfeuerwerk. Apropos Röderfeuerwerk, kleine Info noch. Unten in der Infobox ist der Link von Röder, wenn ihr dies ja noch bestellen wollt. Bis Ende November ist der Shop noch offen. Ansonsten halt nächstes Jahr. Der Gutschein, der rennt nicht weg. Und dann würde ich sagen, packen wir das Paket aus und wünsche euch viel Spaß. Und ich höre euch mal wieder an. Bis gleich. Nö, hier bist du nicht. So, fangen wir mal an. Könnt ihr auch alles sehen. Ja. So, kann man schon ein paar Pakete angehen. So, dann haben wir hier 1, 2, 3, 4 und 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Raketen. Ich denke mal, die kennt von euch auch jeder. Das sind halt die aus dem Lidl zum Beispiel oder aus dem Aldi. Stinknormale Raketen, 11 Stück. Raketenset. Das steht drauf. Angeblich ist das das Cosmica aus dem Penny, aber das ist ein anderes. So. White Gates. Dann haben wir hier das Armageddon. 20-teiliges Raketenset. Auch nichts Besonderes in dem Sinne. So, dann haben wir hier Knauerchen. Was haben wir denn hier? Das Hazard, 6-fach sortiert mit verschiedenen Böllern. Ich denke mal, da wird alles dabei sein, wenn es 6-fach sortiert ist. So, dann haben wir hier, ja, ich denke mal nochmal das gleiche. Ist aber kein Etikett mehr dran, also zweimal. So, dann haben wir hier, auch süß, eine kleine 100-Schuss-Batterie. Das ist die Night Wishes. Hier steht Feuertopf-Batterie. Ich denke mal, das wird einfach nur römische Lichter sein. So, dann haben wir hier, ach du Scheiße. 1, 2, 3, 6 von diesen großen Tischbomben mit, steht drauf Mützenbomb. Also 6-mal so eine riesen Tischbomben. Ich packe die mal kurz rum. Also hier sind noch die anderen zwei. Okay, so, dann haben wir hier, wie bei den anderen Leuten schon drin gewesen, diese Heulerbatterien, die Armageddon. 3-mal davon. Wie viel Schuss hatten die? 120 Schuss. So, dann haben wir hier noch ein paar Sachen. Dann haben wir hier noch den Lord of Whistle. Den gab es ja bei Lidl. Haben wir 2-mal hier drin.
Oh, zweimal. Die kostet ja auch sonst bei Lidl, glaube ich, 8 oder 9 Euro. Deko hat ja dieses Jahr die ganzen Heuler geschmissen, weil die ja die Plastikkappen ja nicht mehr hergestellt werden oder verboten sind. So, dann kommen wir mal hier zu einer Batterie, und zwar haben wir hier noch den Sledgehammer. Oh, was haben wir hier? 86 Schuss, 319 Gramm. Also so besonders kann es eigentlich nicht sein, aber ich meine für den Preis. Und was mich wundert, hier haben wir eine riesen Batterie drin. Glaube ich mal, auch im Lidl gab, und zwar die Highlander. Ich glaube, die gab es im Lidl, aber ich weiß jetzt nicht über den Preis, aber ich glaube, die hat auch so 25 Euro gekostet. Ja, ist halt auch wieder eine Multi-Effekt-Batterie, habe ich noch nicht entzündet, freuen wir uns. So, ist das Paket leer. Ich denke mal, ich werde euch die Preise irgendwie einblenden, wenn ich welche finde. Und dann schauen wir mal zum Schluss, ob sich das gelohnt hat. Von mir jetzt schon mal für 50 Euro, das Überraschungspaket hat sich gelohnt. Versandkasten waren für zwei Pakete 45 Euro. Der Pyroplosion packt übrigens auch noch ein Paket aus. Wann das online kommt, weiß ich nicht. Könnt trotzdem mal bei ihm vorbeischauen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und vergesst nicht, dass ihr Gewinnspiel. Schreibt einfach unten drunter, wie viele Abonnenten ich jetzt momentan genau habe. Also, macht's gut, bis zum nächsten Video.